Da gab es ja ausgezeichnete Hotdog-Variationen. Und genau an dem Tag, wo wir dort waren, haben die den Hotdog-Champion, also den Wettess-Champion der Frauen eingeladen. Und ich sag mal so, das war dann schon sehr speziell, was da passiert ist. Schau mal, das ist die Champion. Voll. Schau dir mal an. Das ist die Champion, meinst du? Jetzt schau mal, das steht ja am Shirt schon, Champion. Wo soll die das denn lassen? Die ist ja nicht größer als ein Hotdog. Diese Frau hat eine extreme Schwäche für Hotdogs. My name is Michelle Lesko. I'm one of the Nathan's Hot Dog Eating Champions from 2021. I ate 32.5 Hot Dogs in 10 minutes in competition before, more than that in practice. But I'm here to show some chefs how to eat some Hot Dogs properly, the American way, for lack of a better term. Seit über 100 Jahren gehören Hotdog-Wettessen zum amerikanischen Unabhängigkeitstag wie Barbecue und Feuerwerk. Was bei Nathan's in New York begann, erlebt in Tucson seine schärfste Variante. Michelle wohnt schließlich hier. Und dann auf einmal waren wir mitten in so einem Contest. Hotdog-Wettessen. Das haben wir nicht gewusst. Nein, das ist ja ein Scherz. Wir bleiben aber, gell? Wir schauen uns das an. Wir machen mit. Ihr zwei macht mit. Das finde ich ja super. Ich tue euch anfeuern. Ja, aber ich schaffe doch nie mehr als 3 Hotdogs. Also wenn du mich jetzt richtig coachen würdest, ne, dann würde ich 10 davon schaffen. 10 esse ich. Okay, Deal. Dann machen wir mit. Danach übergebe ich mich auch. Von mir, ich frage jetzt. Und was kommt in den Wettbewerbs-Hotdog? I want to have a question. You know the Hotdog Tournament. Is it the same you serve us? Is it the same? Not or? The same. They're gonna be like a regular, okay. Regular hot dogs. It's a bun and a hot dog. Yeah. Massimo style. Frank, ich habe eine Idee. Der Verlierer tanzt in dem Outfit da draußen. Hey. Hi. Hi. How you doing? Good. How are you doing? Welcome to America. Hi, champ. Welcome to Tucson. Hey. Nice to meet you. You're the champ? I am the 2021 Nathan's Hot Dog Eating Champion for the women's division. 31 hot dogs in 10 minutes to win it. 31 in 10 minutes? Yeah, it wasn't my best, but it's coming off of COVID and years. And you didn't throw up? Nope, you just eat them fast. You deal with the consequences for about 2 days, and then you move on with your life. Bin mal gespannt jetzt. All right, so you separate the meat and bun. Oh, this separate? Thing, yep. Schummelt. And either way, you're dunking the bun. These cups are tiny, though. Hang on one second. Doo, 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 doo. So I'm gonna dunk the bun. It becomes your beverage to wash down the hot dog. So you would go. Oh! And you'd be done with the hot dog. Schon ist es weg. You can also, if you don't want to separate, you can straight up just dunk and then do the same thing. Oh mein Gott, das schaut aus. Die schluckt ja nur. Ich muss mich hinsetzen. Ich finde es ekelhaft. Ich finde es auch ekelhaft. Ich finde es ekelhaft. Wie sich das da reingestopft hat, die Wurst aus dem Brot genommen hat, das in Wasser gesteckt hat und dann einfach, Entschuldigung, in einer, ist sie noch ganz bei sich, Situation, wirkt die sich das da rein. Für mich war die Nummer sofort zu Ende. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es lieber nicht sehen wollen. Aber das kann ich so nicht machen. Nee, so kann ich das auch nicht essen. Ihr müsst jetzt mitmachen. Ihr habt gesagt, ihr macht mit. Wir essen es langsam mit Ketchup und Senf. Ja. Und wer einfach nicht mehr kann, ganz normal. Hotdog-Wettessen in Tucson, Arizona. Da sind 3 Spitzenköche aus Österreich und Deutschland eher die Underdogs. Alex vor! Rose zieht nach, sehr gut! Rose liegt jetzt vorne, komm! Der Wiener probiert's mit, natürlich, Ruhe und Gelassenheit. Der Ruhrpottler klotzt. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich möchte eigentlich der Botschafter der guten Gastronomie sein. Alles in Maßen macht Spaß, aber man kann auch sich gesund und besonnen ernähren. Man muss runterschlucken. Mmh.
Hast du noch einen? Rose, noch eins, komm! Ich kann nicht. Ich dachte wirklich, ich muss kotzen, als ich das erinnert habe. Also ich esse das mit einer anderen Taktik. Und zwar heißt die, in der Ruhe liegt die Kraft. Man muss das genießen, dann geht es auch gleich viel einfacher. Willst du noch zwei Stück essen? Ist danach noch ein? Ich hab Hunger. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. I'm a loser, baby. So du bist der Gewinner. Ich tanze in einem Outfit. Gib mir der Outfit. Yay! Aber ich bin your Outfit. Outfit? Yes. Ich kann das nicht. Alex, dir schmeckt es, gell? Ich glaube, ich auch. Also, ich habe ja auch nicht viel mehr gegessen. Ich habe zwei gegessen. Aber ich habe es mir einfach schmecken lassen. Ich brauche jetzt auch kein Mittagessen mehr. Und vor allem muss ich nicht tanzen. Oh, sie tanzt jetzt für so, uns. So, ey, wir brauchen Haare für die Rose. Wettschulden sind Ehrenschulden. Frank hat lediglich einen Hotdog verdrückt, Alex immerhin zwei. Auf zum Walk of Shame. Frank hat überraschend viel Spaß bei der Sache. Rose, du musst Breakdance machen. Er hat Breakdance gemacht. I'm the wanker. Wanker, wanker. Pass auf. Wie viel hupen? 3, 2? Alle bei dir. Gib alles. Hat Gas gegeben, fand es so schrecklich. Kommt aber keiner rein, so muss reichen. Du als Hotdog mit diesem vollen Haar, das hatte schon was. Also dafür würde ich jetzt gleich noch drei essen. Ja. Aber eben langsam.